Du hast ein cooles Dachgeschoss und möchtest noch ein Zimmer haben da drin, aber es ist keine Dämmung vorhanden. Du überlegst dir gerade, kannst du Dämmung von innen anbringen? Geht Dachdämmung von innen? Oder birgt es sogar Gefahren? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann bist du heute hier genau richtig. Ich bin Zimmermeister Mark Erath und ich möchte dir heute erklären Vor- und Nachteile von der Dämmung von innen. Fangen wir insgesamt mal kurz an. Einfach hier vom gesamten Bild. Siehst du hier die Ziegel und die Lattung von innen. Das ist ein älterer Dachstuhl, der ist ca. 70 Jahre alt. Natürlich, wenn du einen Dachstuhl hast, der 20, 25 Jahre alt ist, dann siehst du hier die Ziegel gar nicht, sondern dann hast du hier innen diese Unterspannbahn, die sieht man von innen. Und dann kannst du einfach, sagen wir mal, gefahrlos dämmen. Erreicht noch hier die nötige Dämmstärke, also wenn der Sparer nicht so stark ist, dobelst du den Sparer auf und kannst von innen dämmen, Dampfbremse drauf, fertig. Hast du aber diese Situation, dann ist es ein bisschen schwieriger. Punkt 1. Es handelt sich hier um Tonziegel. Tonziegel, der nimmt Wasser auf, gibt Wasser ab. Also er speichert das Wasser, er gibt es nach außen ab und auch nach innen, also wenn es regnet. Das heißt, hier in dem Dach, wenn nichts ausgebaut ist, kann der nasse Ziegel wieder abtrocknen und es passiert nichts. Das Problem ist nicht der Ziegel, der wird nicht kaputt gehen, aber die Lattung. Die Lattung wird das erste sein, das hier leidet. An dem alten Dach siehst du natürlich, das ist ein sehr alter Ziegel. Da ist schon lange drauf, diese weißen Flecken, das sind einfach nochmal Kalkanteile in dem Tonziegel drin, die einfach an die Oberfläche kommen, das ist nicht schlimm, aber das ist einfach vom Wassertransport nach innen. So, also diese Lattung, wie gesagt, die kann kaputt gehen, wenn sie nass wird. Hier passiert nichts, sobald da gedämmt werden würde, könnte das passieren. Gehst du jetzt noch hin und nimmst hier die Dämmung und packst die hier voll rein, dann ist einmal die Lattung ist nicht mehr belüftet, das heißt, Lattung geht kaputt, Dämmung wird nass, geht kaputt und dämmt nicht mehr. Und das will man ja vermeiden. Du willst ja kein Ei legen, wenn du hier dein Dach ausbaust. Deshalb beginnt das Ganze mit dem Schutz der Lattung und der Dämmung. Das heißt, ich muss hier eine Unterspannbahn in dieses Feld mit einlegen. Die Bahn wird zugeschnitten, wird hier mit einem gewissen Abstand angetackert und mit einer Leiste angepresst. Dann musst du hier einen gewissen Hohlraum erzeugen, sagen wir mal 2 bis 3 cm, dass hier Luft zirkulieren kann, wenn der Ziegel praktisch nass wird und trocknen will, dass hier Luft zirkulieren kann. Und dann hast du das einigermaßen im Griff. Das ist einmal Schutz der Ziegellattung und natürlich Schutz der Dämmung. Gehen wir mal hier rüber. Da drüben sieht man das komplett fertig. Das heißt, vorhandene Sparrenstärke. Abzüglich Lüftungsraum gibt es in dem Fall hier 10 cm. Das heißt, wir doppeln hier nochmal 8 cm auf, dann haben wir hier eine Dämmstärke von 18 cm. Wenn man das machen will, sollte man mindestens einen guten Dämmstandard erreichen, der einfach auch vorgeschrieben ist. Dazu brauchen wir eigentlich 18 bis 20 cm, aber da man in der Raumhöhe immer ein bisschen beschränkt sein will oder ist und das alles nutzen will, haben wir hier das Sparrenfeld voll gedämmt. Dann kommt hier das zweite wichtige Teil. Die Dampfbremse, die Dämmung Innenverfeuchtigkeit schützt vor Luftfeuchtigkeit. Und dann brauchen wir den Lattenrost für den Rigips. Und dazwischen rein kann man noch diesen sogenannten Untersparrenklemmfilter, also man dämmt noch im Lattenrost und hat dann so in dem Fall 21 cm Dämmung, ein gutes Dämmpaket, nutzt jeden Zentimeter voll aus. Hier kommt noch eine direkte Gipskartonplatte und das Teil ist fertig. Gucken wir das Ganze auch noch ein bisschen näher an, in der Nahaufnahme. Was hier natürlich auch wichtig ist, du kommst ja nicht bis nach unten. Das heißt, diese Bahn muss irgendwie, wenn möglich, anfallendes Wasser wegleiten. Das heißt, du musst hier, diese Bahn muss man hier unter der Ziegel klemmen. Dass wenn hier Wasser käme, das halt hier rauslaufen kann. Da muss man aufpassen, dass es nicht aus am Dach rauskommt, dass man die Bahn sieht. Aber das ist so ein bisschen eine Gewurstel. Das heißt, es macht es halt einfach auch ein bisschen schwieriger, dieses Detail auszuführen. Und dann hier drüben nochmal. Da ist ja die Lattung, diese Leiste. Und hier in diesem Bereich kann natürlich immer auch Feuchtigkeit eindringen. Also der Sparren ist oben drauf nicht geschützt. Da kann natürlich Feuchtigkeit entstehen und es kann hier innen reinlaufen. Ja, es ist nicht viel, aber hier ist immer noch Gefahrenpotenzial, das einfach sagt, okay, es ist mal eine Lösung für ein Zimmer. Für ein ganzes Dach würde ich es persönlich nicht machen. So, die Nahaufnahme von unten schauen wir uns das Ganze nochmal an. Zum einen halt hier. Die Unterspannbahn, die Dämmung schützt von außen, dann die Dämmung, dann hier die sogenannte Dampfbremse, die schützt die Dämmung
von der Raumluftfeuchtigkeit, die nach außen dringen kann. Und hier zwischendrin kommt dann dieser Untersparenklemmfilz, der hier noch einmal die nötige Dämmstärke bringt, was zumindest aus diesem alten Dach ein gut gedämmtes Dach macht. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Hab dir hier mal dieses Beispiel gezeigt, wie es aussehen kann, was eine ordentliche Lösung ist. Natürlich keine optimale Dauerlösung, da wäre besser natürlich die Variante von außen. Wenn du aber sonst noch Fragen hast, kannst du mir gerne unten in den Kommentaren eine Frage stellen. Ich werde dir dann antworten. Zudem verlinke ich noch meine Website. Dort kannst du noch viele Beispiele zum Thema Dach, Dachausbau, Dachgauben dir anschauen. Oder in einem meiner anderen Videos gibt es noch verschiedene Themen, die dich vielleicht interessieren. Also viel Spaß beim Umbauen, such die richtige Lösung für dich und leg los, dein Mike.